Ja, so, da sind wir aber schon wieder zurück. Back in Action. Wie jetzt mal gesagt, gehen wir jetzt sofort in die Arena und machen die Arena-Leiterin. Ich bin also ziemlich zuversichtlich, dass wir die besiegen werden. Aber nicht sehr effektiv. Ein Grund, warum ich hier immer Sandwichs oder fast immer, ist, dass ist eben, dass Sampex und Sange hier in der Höhlenregion so also wenig Schwächen offen ist, deswegen interessant. Was geht? Ist schneller als wir. Los, da haben wir es auch schon gesehen. Du hast ja mal den Stein worden. Ja, wie ich im letzten Tag, glaube ich, schon gesagt habe, ich habe jetzt meine Bewerbung verbessert noch. Ja, deswegen bin ich auch jetzt erst zum Aufnehmen gekommen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch keine Lust, jetzt ein bisschen früher aufzunehmen, weil ich habe selber noch in meinen Abonnements-Sachen. So. Geh weg! Aus dem Weg! Warte! Warte doch! Bitte! Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen! Die laufen von der Test und die Waren sind immer an. Achso, okay. Das ist wieder auch wieder es war Wolken und es ist dunkel. Obwohl, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich gleich mit dir. Oh, jetzt ist hier drin schon viel heller, schön. Großer Legitimer, der mich im Blütenburgwald, geholfen hat. Hilfst du mir das? Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Idee von war zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. So, hier ist es empfehlenswert, oben rum zu kommen. Nein, ich gehe hier. Level 8 ist der Problem. Ich gehe hier immer oben und bei der Weg nach Hause kurz ist jetzt durch das Video raus, das ist ja auch logisch. Die hatten wir vor uns alle schon. Und wir haben das nicht ausgestellt. Und noch ein Spiel gegen Nummer Level 8. Nein, das ist das mit dem Level 8. Level 6. Achso, wenn ich jetzt schon mal hier gerade an mein Team denke, dass ich auch als ein Team habe. Nichts bricht. Nein. Belebe, auch ist das hier. So, jetzt. Sag doch. Oh, was mache ich nur? Pico und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schwiegertyp. Ich wollte gerade mir mein Pico geklaut. Oh, Pico!
keine Sorge, alter Mann. Wir werden dein Pico zurückholen. Warte mal, das Item da oben. Flurme. So. Das ist ein Pokéball. Weißt du, willst gegen uns eindringen? Na, dann hol dir deinen Trachtprügel. Ja. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. So. Man sollte sie klein und viel lassen. Das als Geil genommen Pokémon hat sich als völlig stärklos erwiesen. Und dafür habe ich nur einen Fluchtweg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, fahrst du mit dem Feuer raus? Das war jetzt die Oberstimme von Alex. Doch, außer du bist bereit. Wir sind hier mit dem Finger von Alex. Der hat jetzt zwei Leute, die in der Kamera gehört. Nun, mach das doch schon. Ich glaube, wir werden auch diesmal machen. Ich glaube, wir werden auch diesmal machen. Wow, du hast mich viel mehr weich mit dem Jahren an den Schachtaschen. Ja, so wird es gesehen. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, er hat seine alte Hilfe. Ein, was ich zu tun habe, war das Paket von Devon zu stehlen. Wenn du uns so dringend Bier haben willst, dann nimm es halt. Devon offen erhalten! Ich hab so Paket in was? Itemtasche. Peko, ich bin so froh, dass du unverschämt wieder bei mir bist. Peko, verdammt dir ihr Leben! Man nennt mich Mr. Bragg. Und du bist... Ich bin Weil du bist also eine Taxo. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich umlegen zu. Ich wohne in einem kleinen Haus am Meer, in der Nähe des Lüntenburgwaldes. Komm, Pico, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Und wir sind draußen. Was eigentlich? Berg, Rasthaus. Ja, ich weiß nie, was da ist. Oh, ich hab jetzt ja schon mal gekriegt. Jetzt nach und werden die Tore da. So, dann sprechen wir jetzt an. Oh! Und? Ja, wie sieht es aus? Hast du die Idee von mir? Du hast es geschafft! Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Superball erhalten! Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Dies ist die zweite Tasche von der German Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Tasche. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast. Dafür das wird. Darf ich dich bitten, es zu werfen in Kraft von City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es in die erneut in der Fall würde. Kann ich auch dieses Mal wieder? Ach, da fällt mir ein. Würdest du einen Moment entschuldigen? Jo. Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit. Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unsere Mitarbeiter beide nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Crafter City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Foster Hafen halt machen und Troy in Foster Hafen einen Brief von mir bringen? Brief von mir? Du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher wollte ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne einen Gegenleistung zu bringen. Deshalb möchte ich dies mit uns mit dem Kunden machen. Und nachher kriegen wir von ihm noch den Experience Chair. Dieses Gerät. Es ist ein Pokémon-Navigator, oder kurz ein Pokémon. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Trainer auf Abenteuerreisen, Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.